Wofür steht der FC Augsburg? Eine Frage, die uns fast 4 Jahre beschäftigt hat. Ich für mich habe ein Gefühl gehabt, wofür der FCA steht, was wichtig ist, was den Menschen wichtig ist. Aber man muss die Menschen auch an so einem Prozess beteiligen, um noch ein besseres Bild zu bekommen, um klarer zu sehen, wo wollen wir hin als Club? Wofür sollen wir stehen? Wie sehen uns die Menschen in und um den Verein? Ein umfangreicher Beteiligungsprozess mit vielen Gesprächen, Perspektiven und Meinungen. Alle kamen zu Wort, die mit uns in Verbindung stehen. Mitglieder, organisierte Fanszene und Fanclubs, Sponsoren, Gremien und Mitarbeitende. Insgesamt rund 4000 Personen aus der FCA-Familie brachten sich ein. Alles konnte angesprochen und hinterfragt werden. Als es darum ging, den FC Augsburg mit einem Markenprozess klarer zu machen, war ich total negativ erstmal von dieser Idee beeinflusst, denn ich dachte, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man von außen ein Image, eine DNA übergestülpt bekommt. Aber die Vorgehensweise war eine komplett andere. Wir haben alle Interessengruppen rund um den FC Augsburg abgefragt, wie fühlen sie den Club? Und das, was da jetzt dabei rausgekommen ist, ist genau das, was ich gefühlt habe beim FC Augsburg als langjähriger Fan, als ehemaliger Geschäftsführer und als jetziger Präsident. Also ich habe den Prozess als vor allem sehr ergebnisoffen wahrgenommen. So ist alles, was den Verein betrifft, grundlegend auf den Prüfstand gestellt worden. Einige zentrale Erkenntnisse haben direkt Einfluss auf unser Handeln und unser Selbstverständnis genommen. Mehr Fannähe durch Dialog und Mitbestimmung, zum Beispiel bei der Namensgebung für die Paul-Renz-Akademie. Regelmäßige Mitglieder- und Vereinsabende. Die AG Stadionerlebnis zusammen mit dem UBT e.V. Die Unterstützung unserer Sponsoren durch eine intensivere Begleitung und noch mehr Verantwortungsübernahme durch unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Wer ist der FCA? Was ist der FCA? Was macht den FCA aus? Es sind viele verschiedene Gruppen, Meinungen, Ansichten hinzugekommen. Bemerkenswert, wie es gelungen ist, im Rahmen des Prozesses die Dinge zusammenzuführen. Als Augsburger Jungs waren wir von Anfang an dabei und gerade bei Fragen zur Identität des Vereins, das ist für uns sehr, sehr, sehr spannend. Aber zu beobachten gilt natürlich auch, wie das jetzt weitergeht und wie wir das Ganze leben werden. Ein weiteres Ergebnis ist unser gemeinsames Werteverständnis in der FCA-Familie. Die 07-Werte als unsere Kulturtreiber sind Zusammenhalt, Verantwortung, Freude, Mut, Zielstrebigkeit, Vielfalt und Respekt. Und das sind nicht nur Wörter, einzelne, die sich dahinter verbirgen, sondern es sind wirklich deklinierte Verständnisse, die hinter diesen Werten stecken. Und das wollten wir einmal für alle sichtbar machen und jetzt auch nach draußen tragen und leben. Zusammen mit unseren Partnern möchten wir große Ziele erreichen. Wir sehen uns als ihr Coach. Sie profitieren von unserer Begeisterung für Teamplay. Engagiert unterstützen wir mit Rat und Tat gemeinsame Projekte. Der FC Augsburg ist sehr wertebasiert. Und es klingt jetzt abgedroschen, aber ich sehe hier so der Brückenschlag zwischen Tradition und zwischen Moderne auf der anderen Seite. Und beim FC Augsburg glaube ich, ist einmal, dass mit diesem Profil, mit dem geschärften Profil, was jetzt kommt, wirklich auch noch ein größerer sportlicher Erfolg einhergehen kann. Auch hier haben wir uns ein Ziel gesetzt. Wir streben an, für sportliche, aber auch unternehmerische Höchstleistungen zu stehen, die in der Fußballwelt und abseits des Platzes Anerkennung finden. Es ist unglaublich wichtig, dass der FCA für sich weiß, für was er steht. Es gibt Orientierung für Mitarbeitende, für Spielerinnen und Spieler, vor allem für unsere Fans, Mitglieder, Sponsoren. Alle sollen sich an diesem Wertefundament orientieren können. Und dementsprechend ist es auch super wichtig, dass wir auch das in unserer Form und Bildsprache wiedergeben. Ausgangslage des neuen Erscheinungsbildes ist die grafische Herleitung aus der für die Stadt Augsburg bekannten Zirbelnuss, welche sich ebenfalls im Wappen des FC Augsburg wiederfindet. Dabei wurde die Rasterung durch eine angepasste Geometrie noch offener gestaltet. Wir setzen auf aufstrebende, im 45-Grad-Winkel verlaufende Linien und eine dynamische und moderne Formsprache. Das Tolle ist, wir haben auch eine neue Schriftart entwickelt, die sogenannte FCA-Type. Auch da findet sich der 45-Grad-Anschnitt im Schriftschnitt wieder. Das heißt, wir haben eine 100-prozentige Harmonisierung von Schrift auf Form und Farbgebung. Absoluter Match, 100%. Unsere Werte, unser Charakter mit Ecken und Kanten, unser Biss und unser Verständnis kollektiven Miteinanders in der FCA-Familie. Das sind die Bausteine, die uns als Verein einzigartig machen,
auf und neben dem Platz.